Zu Beginn der vierten Schwangerschaftswoche fängt in der Regel das Herz des Embryos an zu schlagen. Dabei sind die Herzschläge so schwach, dass diese nur mit Ultraschalluntersuchungen nachgewiesen werden können. Bei einer Lebenserwartung von 75 Jahren wälzt das menschliche Herz ca. 200 Millionen Liter Blut um. Das entspricht 100 Schwimmsportbecken mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 2 Millionen Liter Wasser. Schön, dass du dir Zeit nimmst für deine Gesundheit und heute wieder dabei bist. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, das da heißt Kreisläufe des Herzens. Wie kann das Herz den gesamten Körper eigentlich mit Sauerstoff versorgen und bei dem einen oder anderen sogar 90 Jahre lang? Wie ist das möglich und wie funktionieren diese Kreisläufe des Herzens eigentlich? Am Ende dieses Videos wirst du genau diese Fragen selbst beantworten können. Heute wollen wir uns beschäftigen mit diesem Thema Kreisläufe des Herzens und wir haben in einem anderen Video gelernt, wie das Herz anatomisch aufgebaut ist. Ein Hohlmuskel mit Vorkammern und Hauptkammern, getrennt durch die Herzklappen. Wir haben gesehen, dass das Herz hierbei jede Menge Blut bewegt. Damit wir leben können, brauchen wir ein Gas, Sauerstoff. Und wie gelangt nun der Sauerstoff in unseren Körper? Einfach wirst du sagen, wir atmen ihn ein. Das stimmt, aber die Frage ist doch, wie gelangt der eingeatmete Sauerstoff letztendlich ins Blut? Ganz einfach. Herz und Lunge hängen zusammen. Der Sauerstoff, den wir einatmen, gelangt in die Lunge und wird dort über ganz feine Blutgefäße, die sogenannten Kapillaren, ins Blut aufgenommen. Und das Blut wird hierdurch sauerstoffreich. Es gelangt über größere Blutgefäße zum Herzen zurück, in die Vorkammer links und in die Hauptkammer links. Und von hier gelangt das Blut über die Hauptschlagader, die Aorta und ihre gesamten Aufzweigungen in den Körperkreislauf. Bis ins kleinste Eck. Über feinste Blutgefäße, auch hier, den sogenannten Kapillaren. Und da wird das Blut ans Gewebe der Organe abgegeben und hierdurch wird das Blut dann sauerstoffarm. Und über die weichen Blutgefäße, die sogenannten Venen, gelangt das Blut, das sauerstoffarme Blut, wieder zurück zum Herzen, aber diesmal auf die rechte Seite, rechte Vorkammer, rechte Hauptkammer und dann wieder zurück zur Lunge. Und in der Lunge wird es wiederum mit dem Sauerstoff, den wir einatmen, bestückt und wieder sauerstoffreich gemacht. Und damit gelangt es zurück zum Herzen und der Kreislauf ist geschlossen. Wenn wir es genau nehmen, haben wir also im Grunde genommen zwei Kreisläufe hier. Den sogenannten kleinen Herzkreislauf, nämlich den Herzkreislauf vom rechten Herzen zur Lunge. Und den größeren Kreislauf, nämlich vom Herzen in den Körperkreislauf und wieder zurück zum Herzen. Bei dem kleinen Kreislauf spricht man vom Niederdrucksystem. Warum? Weil das Herz hier nur wenig Druck braucht, um das Blut in die Lunge zu pumpen. Und bei dem großen Kreislauf sprechen wir vom Hochdrucksystem, weil hier mehr Blutdruck gebraucht wird. Was haben wir heute gelernt? Das Herz bewegt das Blut durch die sogenannten Herzkreisläufe. Wir haben zwei Herzkreisläufe kennengelernt, den kleinen Herzkreislauf, das sogenannte Niederdrucksystem und den großen Herzkreislauf, das sogenannte Hochdrucksystem. Im Niederdrucksystem wird sauerstoffarmes Blut transportiert in die Lungen und im Hochdrucksystem wird sauerstoffreiches Blut transportiert in den gesamten Körper. Und der Kreislauf schließt sich, wenn sich beide Kreisläufe verbinden. Und damit ist die Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers erhalten und gesichert, bei dem einen oder anderen gerade 90 Jahre lang. Ich bin sicher, du hast heute einiges mitgenommen. Denke daran, deine Gesundheit ist meine Herzensangelegenheit. Bis zum nächsten Video.